Haben Sie sich schon mal überlegt, welchen von Ihren Sinnen Sie würden hergeben, wenn Sie einen müssten opfern? Wahrscheinlich nicht der Sehsinn. Weil laut Umfragen ist der Sehsinn für viele der wichtigste Sinn und wahrscheinlich für viele auch der schönste. Weil das, was wir mit unseren eigenen Augen sehen, das ist einfach, das ist Realität. Oder eben doch nicht. So einfach ist es eben nicht. Hier im Wow-Museum in Zürich erleben wir mit unseren eigenen Augen, wie uns der Sehsinn total an der Nase rumführt. Was passiert beim Prozess von dem Moment an, wo das Bild ins Auge hineinkommt, im Hirn umgewandelt und dann in unser Bewusstsein kommt, das ist total komplex. Und genauso komplex ist es auch, ein Auge zu flicken, wenn es schwächer oder ganz krank wird. Was tun, wenn das Augenlicht schwach und schwächer wird? Hochkomplexe Chip-Implantate sollen die Sehkraft erhalten oder gar zurückgeben. Wenn das klappt, dann haben die Patienten damit erstmals die Möglichkeit, aus fast blind wieder bis zur Lesefähigkeit zu kommen. Smartphones als Sehhilfe für Blinde. Das war unsere Motivation, dass wir mit Technologie die Welt für Menschen mit Sehbehinderung zugänglicher machen. To make sure that we can still make a world an accessible place for people with a vision impairment. Aber auch ganz einfache Methoden, rotes Licht aus der Taschenlampe, sollen dem kranken Auge helfen. Forschende weltweit auf der Suche nach besserem Sehen. Werden die Augen aufgeschlagen, prasseln in weitwinkligen 214 Grad Farben, Details und Bewegungen auf den Sehsinn ein. Menschen sind in der Lage, mit 20 Blendenstufen zwischen sehr hell und fast dunkel zu sehen. Und wenn ein Mensch 80 Jahre alt wird, hat er bis zu 830 Millionen Fotos mit dem Blinzeln seiner Augenlider gemacht. Das Gehirn addiert zum Sehsinn die Fähigkeit eines Superzooms dazu. Aus dem großen Weitwinkelbild können Details in der Ferne isoliert wahrgenommen werden. Die Filterfunktion trennt Wichtiges von gerade Unwichtigem. Aber egal, wie die Menschen aussehen, ihre Augen gefärbt oder geformt sind, sie funktionieren alle gleich. Was wir sehen, fällt auf die Netzhaut, die Retina. Und das Licht dringt durch die Oberfläche auf verschiedene Photorezeptoren für Helligkeit und Farbsehen. Das Feuerwerk an Impulsen wird mit einem gebündelten Strang von bis zu 1,2 Millionen Nervenbahnen an das Hirn weitergeleitet. Aber je älter der Mensch wird, desto mehr lässt dieser Sinn nach. Unsere Lebenserwartung hat sich in 150 Jahren um das Doppelte erhöht. Augen sind evolutionär nicht darauf vorbereitet, so lange perfekt zu funktionieren. In London erforscht Glenn Jeffrey, wie die Alterung von Zellen, auch von Sehzellen, beeinflussbar sind. Mitochondrien, wichtige Bauteile jeder Zelle, sind als Schlüsselfaktor bekannt, um Sehen auf gutem Niveau zu ermöglichen. Langwelliges rotes Licht spielt eine entscheidende Rolle dabei. Betrachten Sie die Mitochondrien wie Autobatterien in Ihrer Zelle. Jede Autobatterie geht mal leer, mit den Jahren kaputt und manchmal läuft Säure aus, sodass sie nicht mehr richtig funktioniert. So auch die Batterien in den Zellen. Sie liefern Energie für die Zelle, aber wenn sie alt werden, sind sie nicht mehr leistungsfähig und können schließlich Entzündungen hervorrufen und den Alterungsprozess beschleunigen. Deshalb sind sie so wichtig. Und viele neurologische Krankheiten wie Makuladegeneration und Parkinson haben eine Grundlage in einem Problem mit den Mitochondrien. Mitochondrien spielen auch für die Sehkraft eine zentrale Rolle. In der Netzhaut der Augen nehmen Photorezeptorzellen die Lichtwellen auf und wandeln sie in elektrische Impulse um. Die dafür wichtigen Mitochondrien in den Zellen verlieren dauerhaft ihre optimale Leistungsfähigkeit.
Mit langwelligem Licht soll diese Leistungsfähigkeit wieder verbessert werden. Als Behandlung dafür braucht es nur eine Lichtquelle mit dem entsprechenden roten Licht. Glenn Jeffrey und sein Team haben in einer Studie belegt, wie sich Licht auf Mitochondrien und damit auf Organismen auswirken kann. Sie haben Hummeln und Bienen mit Pflanzenschutzgiften gelähmt. Sie sind gelähmt. Bleiben sie in diesem Zustand, werden sie verhungern. Hier, dieselben Hummeln, noch unbeweglich. Dann werden sie mit rotem Licht bestrahlt. Auf einmal bewegen sich ihre Fühler wieder. Zwar noch nicht koordiniert, aber sie bewegen sich. Und das liegt nicht eventuell an Wärme. Es wirkt wie eine Auferstehung. Wir haben rund 10 Jahre damit verbracht, herauszufinden, was dahinter steckt. Denn wenn man den Menschen sagen kann, wie etwas funktioniert, dann glauben sie auch, dass man die Folgen einer Krankheit möglicherweise in den Griff bekommen kann. Und wie wir vielleicht dem Alterungsprozess entgegensteuern können. Glenn Jeffrey unterwegs mit einem Studienteilnehmer. Ziel der Studie, mit rotem Licht den Alterungsprozess von Augenzellen durch sprichwörtliches Wiederaufladen der Mitochondrien zu stoppen oder umzukehren. In Jeffreys Institut für Augenheilkunde in London wird die Sehfähigkeit der Probanden gemessen und für die Studie mit dem richtigen roten Licht behandelt. Anderes Licht, das in die Augen trifft, hat sogar negative Wirkung auf die Mitochondrien. Die Folgen können gravierend sein. Hier sieht man das Spektrum von Tageslicht. Rotes Licht schützt sie. Blaue Lichtwellen, besonders um 400 Nanometer, sind dagegen schädlich für die Mitochondrien. Und wir sitzen hinter filterndem Glas, manchmal sogar in Räumen ohne Fenster. Selbst unsere LEDs haben einen Spitzenwert in diesem Bereich. Und unsere Mitochondrien absorbieren speziell dieses wirklich schädliche Licht mit 420 Nanometer Wellenlänge. Vor der Behandlung der Netzhaut mit langwelligem Licht werden besondere Fähigkeiten der Augen getestet, um später einen verlässlichen Vergleich ziehen zu können. Die Netzhaut enthält mehr Mitochondrien als jeder andere Teil des Körpers. Und sie verbrennen dort Energie mit einer extrem hohen Rate. Es ist also logisch, dass man die Netzhaut behandelt, weil sie so viele Mitochondrien hat, die viel Energie verbrauchen und dabei auslaugen. Aber man hat auch einen optischen Zugang zur Netzhaut. Ich kann ja Licht viel einfacher in die Netzhaut bringen als in die Leber. Damit die Probanden sich zu Hause selbst mit dem richtigen Licht behandeln können, haben die Forscher ganz alltägliche Geräte für diesen Zweck umgebaut. Man braucht nur eine einfache Taschenlampe, steckt ein Stück Wasserrohr und einen Filter darauf und es funktioniert perfekt. Obwohl es fast nichts kostet und man nicht einmal das Auge offen halten muss, weil diese langen Lichtwellen direkt durch das Augenlid dringen. Ein derartiges Gerät verbessert, selbst wenn man es nur einmal 3 Minuten lang benutzt, die Funktion der Netzhaut schon für etwa 4 bis 5 Tage. Wenn die einfachen Taschenlampen Menschen helfen könnten, besser zu sehen, wäre das ein positiver Erfolg. Andere brauchen mehr als das, um überhaupt wieder sehen zu können. Dieter Art sieht immer weniger. Heute ist der pensionierte Schulabwart fast blind. Ja, manchmal denke ich auch, wo ich denke, Gott sei Dank, ein bisschen Rente und so. Tja, und da kommt das. Und dann ist jetzt so Scheißdreck gekommen. Die trockene Makuladegeneration zerstört ihm langsam das zentrale Sehen. Von einem unscharfen Nebel hin zu völligem Dunkel in der Mitte des Blickfeldes. Das ist ein schleichender Prozess. Das geht ja nicht von heute auf, von 0 auf 100, das geht ja ganz langsam. Beinahe erblindet müssen sich Menschen wie Dieter Art auf Hilfe verlassen. Bei dieser Form der Krankheit gibt es bisher keine große Aussicht auf eine Therapie. Die Makuladegeneration ist eine Volkskrankheit. Und es besteht große Verzweiflung. Hoffnung kann ein bionischer Chip im Auge geben.
Bionisch bedeutet hier, dass eine Verbindung aus technischen und körpereigenen Strukturen eingegangen wird. Eine Therapie mit Transistoren statt mit Medikamenten. Dieses Implantat ist das erste, das zur Heilung der trockenen Makuladegeneration entwickelt wurde. Und dieser Chip, der ist jetzt die letzte Entwicklung, um auch die Patienten von diesem bionischen Sehen, also diesen Mikrochips, die man ins Auge einsetzt, profitieren zu lassen. Und wenn das klappt, dann haben die Patienten damit erstmals die Möglichkeit, aus fast blind wieder bis zur Lesefähigkeit zu kommen. Dieter Arth will das Experiment der OP wagen, die ihm einen Zugewinn an Sehkraft bis zu 40% ermöglichen kann. Das ist, wenn man nur noch 10% sieht, viel, ne? Der Chip für die Anwendung wird maßgeblich in Paris entwickelt. Ralf Hornig betreut die klinischen Studien dafür. Da das Sehen nicht zu 100% wiederhergestellt werden kann, müssen die Schwerpunkte im bionisch unterstützten Sehen richtig ausbalanciert werden. Denn was sieht das Auge und was nimmt der Mensch dabei wahr? Also Sehen ist ja nicht nur die Aufnahme von Bildern. Es geht nicht nur darum, dass man halt die Umgebung registriert. Sehen ist viel mehr. Es ist halt die Aufnahme von Emotionen, die Kommunikation, die eine Rolle spielt. Wenn ich eine Umgebung sehe wie hier, dann freue ich mich darüber, wie es aussieht und sehe nicht nur den Weg, wo ich lang muss. Und wir reagieren, es bleibt in uns hängen, was wir sehen. Extrem viel Information geht über das Auge in unser zentrales Nervensystem. Wir glauben, es ist nur der Input für eine optische Information, es ist aber viel mehr, es ist auch Emotion. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche, dann sehe ich eine Person, ich sehe zwei Augen, einen Mund, eine Nase. Aber was bei mir ankommt, ist da viel, viel mehr. Ich sehe, welchen Ausdruck mein Gegenüber hat, wie ich kommuniziere mit dem Menschen. Ich sehe, ob er fröhlich ist, ob er traurig ist. Und diese Nuancen, die sind extrem wichtig für uns Sehende. Auch junge Augen von Kindern sind von Problemen betroffen, vor allem von Myopie, der Kurzsichtigkeit, die von Optikern und Augenärzten verstärkt bei jungen Menschen festgestellt wird. In dem letzten Jahr mussten ja viele Kinder zu Hause im Homeschooling die Aufgaben erledigen und saßen und sitzen dort nicht nur 4, nicht nur 6, sondern 8 oder 10 Stunden manche Kinder vor dem PC. Und es war schon sehr auffällig, dass wir beinahe jede Woche eine Beratung hatten. Besorgte Eltern kamen mit ihren Kindern zwischen 10 und 14 Jahren oder so und sagten, der sieht schon wieder schlechter oder sie sieht schon wieder schlechter. Es ist sehr wichtig, dass Kinder, die noch nicht kurzsichtig sind, viel Zeit im Freien verbringen. In den wissenschaftlichen Studien ist herausgekommen, dass wenn die Kinder 3 Stunden am Tag draußen sind und spielen, dass das denselben Effekt hat wie irgendwelche Medikamente oder Orthokeratologielinsen oder so. Also dass es dann nicht so schnell weiterschreitet. Sehen schafft Eindrücke, lässt lernen, prägt Erinnerungen. Aber Einschränkungen beim Sehen betreffen mehr als 1/4 der Weltbevölkerung. Allein 2,6 Milliarden sind kurzsichtig. Und Krankheiten bis hin zur Erblindung betreffen Menschen auf allen Kontinenten. Aus bestimmten Augenkrankheiten sind echte Volkskrankheiten geworden, die älter werdende Menschen mehr und mehr erleben. Die altersbedingte Makuladegeneration, kurz AMD, gehört dazu. Im Augenhintergrund enthält die Makula die Zone des schärfsten Sehens mit einer hohen Dichte an Rezeptoren. Ohne sie ist Lesen oder das Erkennen von Gesichtern nicht möglich. Die Rezeptoren und das umliegende Gewebe im Bereich der Makula verändert sich bei einer Degeneration und raubt schleichend die Sehfähigkeit. Wir alle, wenn wir nur alt genug werden, werden wahrscheinlich an einer altersbedingten Makuladegeneration erkranken. Dafür ist es sehr wichtig, dass wir dafür eine Lösung haben. Und deswegen arbeiten wir an diesen Implantaten, um eine gewisse Sehwahrnehmung wiederzugeben und den Patienten das zu geben, was sie brauchen.
Also meiner Meinung nach, das Implantat richtig funktioniert, dass ich noch mal lesen kann, eventuell Fernsehen gucken kann, solche Sachen halt. Also wenn ich den Kühlschrank aufmache, dass ich immer sehen, was liegt oben, was liegt in der Mitte, was liegt unten. Dieter Art kann mit dem Implantat die Dunkelheit möglicherweise durchbrechen. Weitere Retina-Implantate für bionisches Sehen sind mitten in der Entwicklung und sollen Therapien bei Netzhautkrankheiten und Erblindungen möglich machen. Die Netzhaut, die besteht ja nicht nur aus lichtempfindlichen Zellen, sondern auch aus weiterverarbeitenden Neuronen, die nachher über das Kabel zum Gehirn die Lichtsignale weitertransportieren. Und die lichtempfindlichen Zellen, die sterben als erstes bei fast allen Erkrankungen. Und wenn die weg sind, ist aber die Netzhaut immer noch nicht abgestorben, sondern nur die Lichtaufnahme, die Lichtreizung geht verloren. Aber sie können diese Zellen wie jede andere Nervenzelle auch durch Strom reizen. Und das gleiche Prinzip ist bei diesen Retina-Implantaten. Wenn man die Netzhaut nicht mehr mit Licht reizen kann, kann man sie immer noch mit Strom reizen. Und jetzt braucht man nur ein pfiffiges Konzept, wie der Strom an die richtige Stelle mit den richtigen Strompulsen gebracht wird, in der richtigen Länge, damit diese Nervenzelle denkt, oha, da ist offensichtlich ein Lichtsignal eingegangen, was nun mal nicht mehr der Fall ist. Das heißt, wir können bis zu einem gewissen Grad sehr wohl die lichtempfindlichen Zellen durch Stromreizung ersetzen. Aber das Ganze gewebeverträglich so hinzukriegen, dass die richtigen Zellen mit dem richtigen Strom gereizt wird, das ist die Herausforderung. Das Fraunhofer-Institut für biomedizinische Technik. Hier suchen Forschende in Kooperation mit KERI, dem Forschungsinstitut der Augenklinik Sulzbach, nach Lösungen, Implantate für das Auge funktional und verträglich zu entwickeln. Photovoltaik-Mikrochips sollen Licht in Stromimpulse umwandeln und defekte Rezeptoren ersetzen. Chips mit individuellem Design in den eigenen Reinräumen belichtet, können je nach Krankheitsbild und Aufgabe klein sein, so wie für das Makula-Implantat, oder besonders groß und flächig, um ein möglichst weitwinkliges Bild zu erzeugen. Die Chips mit den impulsgebenden Strukturen sind nur wenige Mikrometer dünn und werden im Auge hinter oder auf der Netzhaut appliziert. Dort müssen die dünnen Folien es schaffen, Licht lange und zuverlässig in Stromimpulse umzuwandeln. Vor allem die Verträglichkeit wird aufwendig erforscht. Wie halten die Folien mit den bedruckten Strukturen die aggressiven Körperflüssigkeiten aus? In vitro testet das Fraunhofer-Institut die Implantate, ob diese im Auge ausschließlich positiv reagieren. Einen Schritt weiter gehen Forschende in den KERI-Laboren der Augenklinik Sulzbach. Mit Hilfe einer Gewebebank mit menschlichen Spenderaugen kann die Verträglichkeit lebensnah getestet werden. Das Gute ist, dass wenn Sie eine Gewebespende abgeben, Sie auch eine Forschungsfreigabe abgeben können. Mit dieser Forschungsfreigabe können wir am KERI dann auch Augenreste nutzen für die Forschung, um entsprechend weitere Therapien für den Menschen zu entwickeln. Augen aus der Kühlkammer werden für Verträglichkeits- und Funktionstests präpariert und mit den Chipfolien zusammengefügt. Die Gestaltung der Chips und die Implantationsmethoden nähern sich so der realen Anwendung am Menschen. In Den Haag gibt ein kleines Start-up Menschen mit starken Seheinschränkungen moderne Hilfe an die Hand. Virtuelle Technologien für Sehbehinderte. Meine persönlichen Erfahrungen in Indien haben mir gezeigt, dass sehbehinderte Menschen ein eingeschränktes und von anderen abhängiges Leben führen, weil die Welt um sie herum nicht barrierefrei ist.
Aber die Welt um uns herum wird sich nicht ändern. Man kann nicht alles mit Brailleschrift versehen. Das war unsere Motivation, dass wir mit Technologie die Welt für Menschen mit Sehbehinderung zugänglicher machen. To make sure that we can still make a world an accessible place for people with a vision impairment. Die Software ist geräteunabhängig. Das heißt, sie kann mit jeder beliebigen Hardware verwendet werden, die mit einer Kamera ausgestattet ist. Ich muss angeben, nach welchem Objekt ich suche. Jetzt zum Beispiel nach einem Stuhl. Dann kann ich mit meinem Handy schwenken und suchen. Und sobald es einen Stuhl sieht, gibt es mir ein Signal und informiert mich, dass ein Stuhl genau vor mir steht. Startup Cafe Beach Floor 8 Startup Breakfast 3 Euros Croissant. Mit unserer App kann man eine Erkennung davon sehr genau durchführen. Wenn ich also sehbehindert bin und wissen will, was auf der Speisekarte steht, muss ich niemanden fragen, sondern kann einfach ein Foto davon machen und es mir vorlesen lassen. Es ist also in vielerlei Hinsicht ein Begleiter. Er schafft eine gewisse Form von Sehen. Es erweitert die Sinne wie eine Art zusätzlicher Helfer und unterstützt einen. Für die Entwickler sind Smartphones mit ihrer gewachsenen Rechenleistung gute Helfer. Sie blockieren aber die Hände. Headsets und Brillen ermöglichen es Sehbehinderten, Objekte, Texte und die Umwelt einfacher zu erkennen und mit ihr eigenständig zu interagieren. Sehbehinderte Mitarbeiter des Startups testen die Software im alltäglichen Umfeld. Reader, Metro, Spoor, Rotterdam Centraal A, 7, MI3. Scan text. Rand, Randstad Rail 3, Richting, Zoetermeer Centrum West. Dafür, dass es sich um einen Streckenplan handelt, ist die App wirklich genau. Ich bin überrascht und erstaunt, wie viel sie tatsächlich erkennt. Es ist sehr hilfreich, das Gerät unterwegs dabei zu haben. Die virtuellen Helfer sehen sozusagen die Umwelt und analysieren und beschreiben sie bei Unsicherheiten, wodurch sich der sehbehinderte Mensch unabhängiger orientieren kann. Identify. Describe scene. A stone walkway with stairs and a sign on the side. Oder es werden Menschen zur Unterstützung kontaktiert, die das Sehen ganz einfach übernehmen. Hallo Marinda. Hey Anisha. Hey Anisha, kannst du mir bitte zur Tür helfen? Yes. Ja, klar. You'll have to go geradeaus. Okay. Du musst etwas nach links. Yes. Genau. Jetzt geradeaus. Ein bisschen mehr nach links, wieder geradeaus. Die Tür sollte sich jetzt automatisch öffnen. Schön. Nice. Hi. Welchen Arm möchtest du? Den linken. Okay. Zurück bei Dieter Art. Ein spezielles Brillengestell wird für die Implantatpatienten vor der OP justiert. Später wird eine Kamera daran über den angeschlossenen Prozessor die Umgebung analysieren und die Bilder in für den Chip und die Netzhaut verständliche Signale übersetzen. Ja, ist schon klar. Zur Vorbereitung der Operation müssen die Augen vermessen werden, um den genauen Platz für den Chip bestimmen zu können. Die Positionen des Chips im Auge und die Brille müssen perfekt aufeinander abgestimmt werden. Das Implantat ist ein photovoltaisches Implantat. Das heißt, es kann Licht aus der Umgebung aufnehmen und in elektrische Signale umwandeln. Das Licht aus der normalen Umgebung ist allerdings nicht stark genug. Im Auge kommt nur ein kleiner Teil des Lichtes an. Was wir dann machen müssen, ist, wir müssen das Licht verstärken. Das Projektionsmodul projiziert Infrarotlicht mit ausreichender Intensität ins Auge. Und dieses Licht kann dann von dem Implantat umgesetzt werden in elektrische Signale, die dann zu einer ausreichenden Wahrnehmung führen. Wird das Implantat eine Zeit nach der OP aktiviert, soll der Patient in der Mitte seines Blickfeldes wieder Objekte und Buchstaben sehen können. Die Operation innerhalb der klinischen Studie ist zwar trainiert worden, aber trotzdem eine neue Herausforderung.
Technisch sehr aufwendig wird das Retina-Chip-Implantat in den durch die Makuladegeneration zerstörten Bereich eines Auges des Patienten eingesetzt. Dazu muss die durch die Krankheit veränderte und vernarbte, hauchdünne Netzhaut manuell abgehoben werden. Ein Injektor mit dem Implantat darin schiebt dann den Chip unter die vorbereitete Netzhaut. Das Implantat selbst ist nur 2x2 mm klein. Es muss in den filigranen Strukturen der Netzhaut exakt ausgerichtet und platziert werden. Glückt dieses, wird es an seiner Position mit neuen Flüssigkeiten im Glaskörper stabilisiert. Nach der Operation werden Kamera und Projektor in der Brille für das Training vorbereitet. Der Patient muss lernen, den Projektor auf den Chip auszurichten. Noch ist das Implantat in der dreijährigen klinischen Erprobung in ganz Europa. Ob es dieser Art hilft, wird sich erst in Zukunft zeigen. Die Hersteller sind absolut überzeugt von ihrer Idee. Als wir vor 25 Jahren angefangen haben, da haben viele gesagt, ja, das wird es niemals geben. Das ist unmöglich, das ist Science Fiction. Wir sind jetzt so weit, dass keiner mehr in Frage stellt, ja, das gibt es nicht, sowas kann nicht funktionieren. Wir sind jetzt so weit, dass man sagt, ja, wie gut kann es werden? Wie weit können wir gehen? Können wir normales Sehen wiederherstellen? Und die Frage, wird es solche Implantate geben, ist keine Frage. In London, bei der Studie mit dem roten Licht, steht 14 Tage nach der Bestrahlung die zweite Messung an. Ready? Yes. You. E. Der Test ist herausfordernd, im Grenzbereich des visuell Erkennbaren. M. U. Buchstaben mit minimalen Farbkontrasten stellen die unterschiedlichen Rezeptoren in der Netzhaut auf die Probe. A. Y. U. Die Therapie mit dem roten Licht, die täglich nur ein paar Minuten in Anspruch nimmt, sollte die Mitochondrien in den Rezeptorzellen in ihrer Funktionsfähigkeit verbessert haben. M. O. Schon kleine Verbesserungen im Farbsehen können die Gesamtwahrnehmung optimieren. Und je älter die Probanden, desto stärker zeigt sich ein Effekt. Okay, out you go then. Die Ergebnisse des Vergleichstests sind schnell sichtbar. Yeah, sure. Das ist das Auge, was wir getestet haben, und der Wert ist runtergegangen, was gut ist. Im Vergleich zu Ihrem anderen Auge. Es sind 20% Unterschied? Ja, mit einem Unterschied von etwa 20% zwischen den beiden Diagrammen. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist statistisch signifikant. Es zeigt auch, dass Sie ein guter Kandidat sind. Ihr Fehlerwert hier im Diagramm ist gering. Wir wissen damit also, dass Sie zuverlässig sind. Und Sie haben ein wirklich gutes Ergebnis. Wenn wir Menschen in Ihrem Alter nur eine Lichtdosis geben, erhalten wir im Durchschnitt als Ergebnis einen Unterschied von etwa 17%. Wenn wir also beides vergleichen, haben Sie sehr wahrscheinlich besser abgeschnitten als alle anderen Personen, die nur einen Lichtstoß erhalten haben, was großartig ist. Sie können sich freuen. Nun, ich bin hocherfreut. 20% klingt großartig. 30 Jahre jünger. Das Dilemma ist, dass die Probanden nicht alle sofort eine Verbesserung bemerken. Einige wenige schon. Und diese Menschen sind sehr aufmerksame Beobachter und starren zum Beispiel morgens im Bett auf ihre Vorhänge. Aber die Mehrheit nimmt es nicht sofort wahr. Wenn wir sie jedoch in eine herausfordernde Situation bringen, in der sie ganz plötzlich eine Entscheidung treffen müssen, zum Beispiel als Pilot oder beim Autofahren, sie wären besser. Ziel der Studie von Glenn Jeffrey ist es, die nachlassende Sehkraft von Millionen Menschen mit einfachen Mitteln zu verbessern. Nach umgebauten Taschenlampen sollen das schon bald ganz simple Brillen erreichen.
Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit fällt es schwerer, fernzusehen, zu lesen, ihr Umfeld wahrzunehmen, sich zurechtzufinden. Was bedeutet, sie können stürzen und wenn sie stürzen, brechen sie sich die Hüfte und wenn sie sich die Hüfte brechen, sind sie im Krankenhaus. Und selbst wenn wir mal den humanen Aspekt außer Acht lassen, kostet das die Gesellschaft 1000 Pfund pro Nacht. Der Bedarf ist also enorm. Der Bedarf wird sich weiter verändern, der Druck auf die Gesundheitssysteme zunehmen. In einer immer weiter alternden Gesellschaft braucht es auch einfache Lösungen. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt heute bei Anfang 80. Jeder, der älter wird, hat schon ein Drittel seiner Photorezeptoren im zentralen Auge verloren. Werden Menschen bald 120 Jahre alt, wird die große Mehrheit eine Makuladegeneration erleiden. Das ist ein natürlicher Prozess, weil die Netzhaut ausbrennt. Wir müssen also nicht nur an die Menschen heute denken, sondern auch daran, wie die Bevölkerung in 20 Jahren aussehen wird. Aber wir machen uns bei der Sehleistung leider keine Gedanken über die Zukunft, geschweige denn über die Gegenwart. Die meisten Menschen stützen ihr ganzes Leben auf ihren Sehsinn. Und die Forschung wird weiter alle Hände voll zu tun haben, ihn lebenswert zu erhalten. Wir sind zurück in der Welt der optischen Täuschung und Illusionen. Die Faszination vom Auge mit Wirkung, Bilder und Wahrnehmung, unglaublich faszinierend. Was haltet ihr davon? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr von uns nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Also, denkt dran, glaubt nicht alles, was ihr seht. In dem Sinne, ciao zusammen.